Alles Männer, keine einzige Frau. Das ist jetzt nicht mehr denkbar. Ich habe mit meinem Vater relativ häufig gestritten darüber, was ist jetzt gute Frauenpolitik. Ich mag mich erinnern, wo er noch abstimmen musste über das Frauenstimmrecht und wie wir ihn als vier Mädchen dazu gebracht haben, dass er jetzt ja stimmt. Das war ein ziemlicher Aufwand bei uns daheim. Mich hat die Frauen eigentlich nicht gestört, oder? Man hat sich anders verhalten, weil die Damen jetzt da waren. Man hat sich am Anfang als Fremdkörper empfunden. Wenn ich etwas wollte, habe ich sicher nie mit einer Frau geredet, sondern es sind eben die alten Verbindungen sind das dann gewesen. Und das sind genau solche Frauen gewesen, die sich doch eher ein bisschen zurückgehalten haben. Die haben eigentlich noch gleich in den ganzen Ratsbetrieb reingepasst und haben sich auch gut integriert. Martin Potthofer, da war schon mal irgendetwas, wo sie wollte und dann das nicht gegangen ist. Das ist verfolgt worden, ist rausgegangen. Dann geht ja draußen, bleibt ja draußen. Ja, wir haben etwa einen, ist auch ein bisschen forscher geredet im Rat, hatte ich das Gefühl, bevor die Damen da waren. Und nachher ist das eher eigentlich im sprachlichen Ton, in der Ausdrucksweise, ein bisschen besser geworden. Sie war natürlich noch eine Frau, die man heute ja nicht mehr hat, oder? Sie hat mir den Rücken freigehalten, einerseits im Geschäft und andererseits für den grossen Gemeinderat. Und hat Kinder gut erzogen und gut gekocht und für mich geschaut. Und das hat mir natürlich mehr genützt, als wenn sie irgendwie noch in einer Position hatte, oder? Das war schon noch etwas Besonderes, weil man zu dem Zeitpunkt den Frauen in der Tat noch nicht so viel zugetraut hat. Ich kann ihr dann auch, zum Dank, kann ich ihr auch mein Salär, das ich hier bekommen habe im Gemeinderat, habe keine Ahnung, wie viel das war, habe ich immer ihr gegeben. Wie ich gesagt habe, du hast ja hier müssen mich entbehren in dieser Zeit. Es hat Frauen gegeben in diesem Rat, die ich über Jahre gesehen habe und mit ihnen auch politisiert habe, die eigentlich sich nie zu Wort gemeldet haben. Ich hatte jetzt mal den Eindruck gehabt, eine Frau hat sich viel mehr bewähren. Also es hat ganz klar Leute gegeben, die man gespürt hat, die sind sehr nett mit einem, man lächelt einem immer an und so, aber ernst nehmen tun sie überhaupt nicht. Wir waren dort eigentlich ein Ratsbüro, wo nur Frauen waren, mehr oder weniger. Es war hochinteressant. Ich hatte einmal jemanden, der mir mit auf Führer kam und mir mit der Faust aufs Pult geschlagen hat. Ich weiss nicht, ob er das bei einem Mann gemacht hat, weil er nicht einverstanden war mit dem Entscheid, den ich gefällt habe. Heute ist nicht eine Frau mehr eine Frau. Sondern eine Frau ist entweder ein guter Politiker oder ein schlechter Politiker. Gute Rednerin oder eine schlechte Rednerin. Genau gleich wie bei den Männern. Also, heute habe ich nicht mehr das geringste Gefühl, dass hier ein Unterschied gemacht wird. Auch wenn die Jobs vergeben werden, da wird nicht, jetzt müssen wir nur eine Frau haben oder ja, das könnte man nicht besser. Nein, man macht es oder man macht es nicht, aber es hat keinen Einfluss mehr in dieser Beziehung. Das Klima war relativ freundschaftlich zwischen den einzelnen Gemeinderäten. Es hat einander niemand am Kragen genommen, wenn irgendwie eine Vorlage nicht so rausgekommen wäre, wie die eine Partei gemeint hat. Man hat keine persönlichen Animositäten hat man da gezeigt oder aufgekommen. Es ist einfach. Ich erinnere mich respektvoll und kultiviert. Man hat viel sachlicher politisiert. Man hat also nicht irgendwie gemerkt, das sind jetzt Sozialdemokraten oder das sind da die ganz Rechten und das sind die ganz. So in meiner Erinnerung haben die Parteien nicht so eine riesige Rolle gespielt. Und später sind dann die jungen Intellektuellen kommen. Das hat dann eine Veränderung im Ton und in der Art vom Gemeinderat. Früher sind wir nach den Sitzungen über die Fraktionen weg, gehen das Bier trinken. Und das war nachher nicht mehr so gewesen.
Das ist anders geworden. Es ist im Ton ist es anders geworden. Früher hat man so, vom Kantonsrat her, hat man so die Anrede, Herr Präsident, meine Herren. Und nachher war es so, man fängt einfach an zu reden, ohne Anrede. Es hat gewisse Änderungen jetzt auch gegeben, aber das war einfach ein Generationenwechsel. Ist das gewesen. Ja, für mich waren das die Armani-Sozialisten. Das ist vielleicht ein schlechter, böser Ausdruck, aber so habe ich die zu dieser Zeit genannt. Weil eben, das waren studierte Leute. Die haben nicht mehr in der Fabrik am Fliessband gearbeitet. Sie haben natürlich ein bisschen andere Worte gebracht, andere Stimmung hineingebracht. Aber wir haben ihnen schon die Stange gegeben. Und das gemeinsam das Bier trinken, das ist ein Wegfahren. Und wir Alten mit denen nicht wollen, und die Jungen mit uns nicht wollen. Es hat natürlich auch gewisse Gräben gegeben im Gemeinderat. Also man kann nicht sagen, dass die Stimmung sehr herzlich war zu den Fraktionen von der CVP und FDP. Also wenn ich das sagen würde, dann hätte ich das schon mit einer eigenartigen Brille angeschaut. Die grossen Konfliktlinien waren Wohnungsbau. Die grossen Konfliktfragestellungen nachher war die ganze Raumplanung, die ganze Bauzonierung, weil damit hat man sehr viel Geld verteilt. Es sind vor allem Baufragen. Sehr, sehr häufig Bebauungspläne. Wir waren ja manchmal ein bisschen überbordend in der Einzonung, oder? Wir hatten eigentlich zu viele Einzonen am Anfang. Wir hätten einfach geklotzt. Und das merkt man in der Stadt auch an. Man ist dann manchmal eben ein bisschen zu übermütig gewesen. Also ich habe es manchmal nicht begriffen, wie es einfach um die Wahrung von Machtpositionen geht. Ja, es gibt schon gewisse Leute in diesem Rat, die führen gehen. Und dann donnert es einfach mal. Da gibt es wirklich ein Donnerwetter, wo ich manchmal das Gefühl habe, oder wo ich mir wünschen würde, die würden auch zuerst tief durchschnaufen, so wie ich das mache, und die Gedanken ein bisschen ordnen, bevor sie führen gehen zu reden. Eigentlich hätte man bei gewissen können sagen, wenn es nicht gekommen wäre, hätte man es nicht gemerkt.